Neu, alt, immer da. Das Spektrum bei RTV Kompakt ist groß und das sind die Themen am Dienstag. Neu im Fundus, Sammlungsdepot freut sich über alte Puppe. Neu im Entstehen, Johann Georgenstadt ersetzt alte Brücke. Und neu in Planung, Fröbesteigbeginn verlässt alten Standort. Glück auf! Sie haben Lust auf eine bunte Tour durchs Erzgebirge? Dann sind Sie bei uns genau richtig. In den nächsten Minuten suchen wir wieder einige interessante Flecken in unserer Heimat auf und haben freilich auch was dazu zu erzählen. Los geht's mit einer Aussicht, über die sich wohl ein jeder mehr oder weniger Gedanken macht. Die Wetteraussicht. Wolken, hin und wieder Schauer, es bläst ein frischer Wind. Nur selten konnte man in diesem Jahr bisher im Erzgebirge unter freiem Himmel kurzärmlich unterwegs sein. Jetzt wartet Pfingsten. Doch die Wetteraussichten werden nicht besser. Auch an den kommenden Feiertagen müssen wir uns auf wechselhaftes Wetter mit weiter kühlen Temperaturen einstellen. Ende Mai werden wir wohl bilanzieren. Der schönste Tag im Wonnemonat war der Muttertag. Männertag oder Pfingsten, vom Wetter her eher gruselig. Auch das Sammlungsdepot Pohl, Ströer und Gelenau kann momentan keine Besucher empfangen. Die Verantwortlichen der Einrichtung berichten, dass immer wieder Anrufe und E-Mails von treuen Gästen und langjährigen Partnern eingehen. Alle wünschen, dass es bald wieder losgehen möge. Dazu heißt es aus dem Depot Pohl, Ströer: Aus diesen netten Gesprächen hören wir oft heraus, dass es so etwas wie Entzugserscheinungen gibt und man die Puppen, Teddybären, Kinderfahrzeuge, aber auch die historischen Karussells und die mechanischen Anlagen persönlich in Augenschein nehmen möchte. Das können wir gut nachvollziehen. Ganz besonders habe man sich über einen Anruf von Heidi Ott aus der Schweiz gefreut. Mit über 450 Puppen aus ihrer Herstellung hat Frau Dr. Pohl Ströer fast das komplette Sortiment von ihr erworben. Unlängst stattete die Frau, die gern als Käthe Kruse der Schweiz bezeichnet wird, dem Erzgebirge einen spontanen Besuch ab. Sie hat bei der Gelegenheit eine hier von Miriam Richter reparierte Puppe wieder mitgenommen. Zum Ende des Treffens gab es noch eine Überraschung. Aus einem großen Karton holte Heidi Ott eine historische Puppe hervor, die sie eben erst aus einem Nachlass erhalten hat. Gemeinsam mit Miriam Richter und Sammlungsbetreuer Eckhard Holler schätzten sie das wertvolle Stück auf etwa Mitte 18. Jahrhundert. Die Puppenliebhaberin hat spontan entschieden, dass sie als Leihgabe im Depot Pohl Ströer verbleiben soll. Damit ist diese Puppe jetzt die älteste im Fundus. Sie wird ohne Kleid ausgestellt, sodass man die besondere Bauart erkennt. Die Finger und Zehen sind teilweise kaputt. Das soll so belassen werden. Eine Restaurierung würde in diesem Fall den Wert der Puppe verringern. Der Hersteller ist unbekannt. Die Haare sind aus Hanf, das ist selten. Brustblattkopf, Hände und Füße sind aus Masse. In der Ortsdurchfahrt Annaberg-Buchholz wird bis voraussichtlich 2. Juni eine Fahrbahnerneuerung der B101 durchgeführt. Von der Brückenstraße bis zur Straße der Einheit wird der rechte Fahrstreifen erneuert. Von der Straße der Einheit bis zur Silberlandhalle kommt die gesamte Fahrbahnbreite dran. Von der Silberlandhalle bis zur S261 Seematalstraße ist es wieder der rechte Fahrstreifen. Im Rahmen der Maßnahme werden Fahrbahnschäden durch eine Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht und teilweise auch der Asphalttragschicht beseitigt. Die Kosten für diese Baumaßnahme betragen rund 95.000 Euro. In Johann-Georgenstadt wurde Platz für Neues geschaffen. Eine neue Brücke nach Pachthaus ist im Jahr 2021 die Baumaßnahme mit dem finanziell größten Umfang. Zuerst musste die alte Überquerung der Eisenbahngleise abgerissen werden. Das ist jetzt erfolgt.
Die ehemalige Stahlbetonbrücke war 51 Meter lang und wegen des baulichen Zustandes zuletzt nur einspurig mit einer Tonnagebeschränkung von 16 Tonnen und maximal 30 km/h befahrbar. Die Erneuerung der Brücke war daher dringend notwendig. Eine Baustellenumfahrung zum Stadtteil Pachthaus und zur zentralen Kläranlage für Johanngeorgenstadt und Podolski wurde eingerichtet. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt insgesamt rund 2,7 Millionen Euro Fördermittel für den Ersatzneubau der Pachthausstraßenbrücke über die Bahnlinie der Erzgebirgsbahn erhalten. Die neue Stahlbetonrahmenbrücke wird eine Länge von 29 Metern haben. Anlässlich der Feierlichkeiten 125 Jahre Würschnitztalbahn im vergangenen Jahr wurde eine farbige Broschüre herausgegeben. Wie die Stadtverwaltung Stolberg mitteilt, sind noch einige Exemplare erhältlich. Zum Preis von 9,90 Euro können diese sowohl im städtischen Buchhandel als auch in der Stadtverwaltung erworben werden. Eine Bank und ihr Blick. Vom Schild zum Rast-, Ruhe- und Spielplatz am Steinbruch-Schießberg ist es nicht mehr weit bis zu einer wunderschönen Sitzgelegenheit, die in Grottendorf auf den Wanderer wartet. Geschaffen wurden die Bänke durch den Erzgebirgszweigverein Grottendorf. Eine ortsansässige Tischlerei hatte die Rohlinge gesponsert. Eine Sitzbank für Kinder hat die Form eines Krokodils. Auch eine blaue Lokomotive lädt mit ihren Sitzanhängern bei der Schutzhütte zum Verweilen und Spielen ein. Der Steinbruch am Schießberg ist eine Station auf dem etwa 20 Kilometer langen Rundwanderweg Grottendorf. Andere sind zum Beispiel Raubmordstein, Liebenstein, Heidelbach und Hegeberg. Auf der Tour gibt es viele schöne Ausblicke und Fotomotive. Sollten Sie eine Lieblingsbank haben, auf der man gut sitzen und die Aussicht genießen kann, dann lassen Sie es uns wissen. Vielleicht wartet die ja an einem Bergbaulehrpfad. Unser Interesse gilt jetzt nämlich dem in Schwarzenberg. Frühbesteig heißt ein Bergbaulehrpfad in Schwarzenberg. Die Tour beginnt bis jetzt am Rittergut Sachsenfeld. Auf einer kleinen Fläche befinden sich dort einige Bänke, Hinweistafeln sowie eine Pyramide als Kaue mit Schnitzfiguren des Schnitzvereins Schwarzenberg. Allerdings steht das Grundstück nicht im Eigentum der Stadt, das gehört dem Rittergut. Deswegen will die Stadtverwaltung jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Als durch das Architektenbüro ein konzeptioneller Entwurf für die Neugestaltung einer Grünfläche an der Grünhainer Straße erarbeitet wurde, sollte die Verlegung der vorhandenen Kaue einbezogen werden. Der vorliegende Entwurf ermöglicht es, den Standpunkt des Bergbaulehrpfades auf ein städtisches Grundstück zu verlegen. Die Kaue mit den Schnitzfiguren des Schnitzvereins Schwarzenberg soll aufgearbeitet und in die neue Freiflächengestaltung integriert werden. Der Aufenthaltsbereich wird Ausstattungselemente mit integrierten Sitzmöglichkeiten und touristischen Tafeln sowie eine Beleuchtung erhalten. Man verspricht sich, dass durch die exponierte Lage der Stadtteil Neustadt aufgewertet und außerdem die Aufmerksamkeit auf eine touristische Attraktion des Bergbaulehrpfades gelenkt wird. Die Maßnahme mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 75.000 Euro wird aus dem Fördermittelprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung lebenswerte Quartiere gestalten, zu zwei Dritteln mit Mitteln durch Bund und Land unterstützt. Das gibt's noch nachzutragen.
Vor bald 20 Jahren erhielt in Schwarzenberg aus Anlass des 150. Geburtstages von Julius Ernst Fröbe, der vorherige Bergbaulehrpfad Treue Freundschaft Gelbe Birke, den Namen Fröbesteig. Der Erzgebirgszweigverein und die Stadtverwaltung wollten mit der Namensgebung zwei Söhne der Stadt ehren. Neben dem Bergdirektor Julius Ernst Fröbe gilt die Ehrung auch seinem Sohn, dem Schriftsteller und Heimatforscher Dr. Walter Fröbe. Der Fröbesteig führt unter anderem zu den ehemaligen Fundgruben Gelbe Birke und Treue Freundschaft. Beide hatte der im Bergrevier als Obersteiger angestellte Julius Ernst Fröbe zu beaufsichtigen. Wir kommen zu unserer Wochenserie Schatzsuche, bleiben dabei aber dem Bergbau weiter verbunden. Für das Bergbaumuseum in Oelsnitz, derzeit eine Baustelle, und die Region konnte 2018 eine weltweit bedeutende Grubenlampensammlung gesichert werden. Der Leiter des Bergbaumuseums, Jan Färber, bekam das historische Geläut von der Firma Friemann und Wolf aus Zwickau als dauerhafte Leihgabe in Obhut. Übergeben wurde der Schatz durch den Vorstandsvorsitzenden der Erzgebirgssparkasse Roland Manz und dem Vorsitzenden der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers, Heino Neuber. Mehr als 300 Objekte zeichnen die Entwicklung des einst weltgrößten und international renommierten Grubenlampenherstellers. Von der Erfindung der ersten brauchbaren Sicherheitslampe 1882 bis zur Enteignung 1945 nach. Zu ihnen zählen teils einmalige Stücke. Vor dem Hintergrund der jetzt laufenden umfassenden Sanierung und Neugestaltung des Museums des Sächsischen Steinkohlenbergbaus freute sich Museumsleiter Jan Färber, im Jahr 2018 mit den Grubenlampen eine Thematik von Weltrang zu besetzen. Es liegt auf der Hand, was mir nach einem Beitrag über Grubenlampen am Ende der Sendung noch zu sagen bleibt. Wir löschen jetzt das Licht auch im Studio, schließen die Tür von außen und machen uns an die nächsten Aufgaben. Wenn das Studiolicht morgen wieder angeht, sind Sie hoffentlich mit dabei. Glück auf! Früher kannte jeder jemanden, der Kinderlähmung hatte. Damals sind die Menschen an Typhus und Pocken gestorben. Durch Impfungen sind dann Gott sei Dank diese Krankheiten verschwunden. Und jetzt Corona. Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben wieder zurück. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung. Informationen erhalten Sie telefonisch über die 116117 und unter corona-schutzimpfung.de.